Zukunft. Also Zukunft ist das, was auf uns zukommt. Und interessanterweise finde ich, dass sich eigentlich viel zu wenig Menschen darüber Gedanken machen. Also ich erlebe immer wieder, dass selbst Menschen, die man nach ihrer persönlichen Zukunft fragt, also allein die Frage, was glauben Sie, was Sie in Ihrem Rentenalter tun werden, das sind die ersten Mal und müssen irgendwie mindestens 5 Minuten lang überlegen und dann kommen alte Bilder, was die Rentner heute machen oder vorher gemacht haben oder was ihre Eltern machen. Und es ist unheimlich schwer, sich davon zu lösen und wirklich zu überlegen, was denn aber eigentlich an Entwicklungen dann stattgefunden haben wird, was die Zukunft oder die Gegenwart dann eben später anders aussehen lässt als die Gegenwart heute. Die Schwierigkeit ist, dass wir einfach in unseren kulturellen Bildern sehr gefangen sind. Also wir werden ja geprägt durch unsere Erfahrungen, unsere Mitmenschen, unsere persönlichen Geschichten und wir bewerten Sachen auch sehr, sehr schnell. Und eigentlich müsste man, um wirklich Zukunft in einer Perspektive sich klar machen zu können, fast wertfrei die ganzen Entwicklungen parallel verfolgen und nicht nur parallel, sondern auch verknüpfen. Also der zweite Fehler, den wir neben unseren persönlichen Befindlichkeiten, die wir sofort reinbringen und die uns teilweise mit Ängsten dann auch blockieren, machen, ist der, dass wir im Grunde über die Branchen, in der wir arbeiten oder über die Fachkenntnisse, die wir haben, die ja dann doch in einem gewissen Maße halt begrenzt sind, viele Entwicklungen, die parallel verlaufen, gar nicht so richtig, weil wir uns nicht dafür interessieren, an uns rankommen lassen. Und eigentlich ist die Aufgabe der Trend- und Zukunftsforschung, diese Parallelentwicklung aber auch auf dem Radar zu haben und zu verknüpfen. Aber was eigentlich jetzt gefragt ist bei diesen Zukunfts- und Trendforschern, finde ich, ist eine Übersetzungsarbeit. Also den Menschen ihren eigenen Kosmos dahingehend zu erweitern, dass sie sich auch die Parallelentwicklungen überhaupt erstmal anfangen vorzustellen, sich damit zu befassen. Und was wir leisten, ist die Verknüpfungsarbeit. Also zum Beispiel ist jetzt ja die Diskussion, angeblich wollen alle nur noch Megacities oder werden nur noch Megacities da sein, weil die Infrastruktur ist in den Städten, die Arbeit ist in den Städten und alle ziehen in die Städte. Das trifft für einen Großteil der Weltbevölkerung tatsächlich zu. Die Frage ist aber, ob das für Deutschland genauso der Fall sein muss. Es verfallen bereits die Preise auf dem Land für Immobilien, weil man davon ausgeht, das wird hier genauso sein. Parallel erleben wir aber gerade eine Entwicklung, wo Automobile selbstständig fahren werden, wo im Grunde von Megacity sowieso keine Rede sein kann, weil wir dazu in Deutschland zu wenig sind, weil wir einen demografisch schrumpfenden Bevölkerungswandel haben. Und das bedeutet aber, dass auch selbst die ältere Bevölkerung nicht unbedingt in die Städte ziehen muss, sondern dass sie ja sich entweder mit ihrem Auto dahin fahren lassen kann und trotzdem ihr Häuschen auf dem Land behält, dass die gesundheitliche Infrastruktur eben auch teilweise virtuell, digital, vernetzt erfolgt, aber eben halt auch über diese Mobilitätsangebote, die sie völlig autonom und unabhängig werden lässt vom Ort. Und die Arbeit betrifft das in vielen Fällen auch. Den Wandel, den wir in der Arbeitskultur sehen, ist auch ein Wandel, der über die Vernetzung ortsunabhängig ist. Und ich denke, es ist erstaunlich, dass ein riesen Megatrend wie die digitale Vernetzung noch überhaupt nicht in unserer Vorstellung, in unserem Bewusstsein so angekommen ist, dass wir kapieren, dass diese Bilder, die wir von der Zukunft haben, wie wir jetzt leben, dass das wirklich verändern wird und es das ja schon getan hat. Und trotzdem können wir uns nicht vorstellen, dass diese Entwicklung anders laufen wird als in der Vergangenheit oder vielleicht nur hier und da so ein paar Verbesserungen oder mehr Dynamik oder sowas reinbringen wird.